Leuten. Also ich bin sehr zufrieden mit der Kaderzusammenstellung bis dato. Es kommt maximal noch ein Spieler, aber sonst sind wir gut aufgestellt. Schwerpunkt war, der Fokus ist gelegen auf Mentalitätsspieler, auf Qualitätsspieler, auf Spieler, die auch ruhig bleiben, wenn es einmal nicht läuft. Also ich habe viel eben auf die Mentalität geschaut und die Spieler, die wir geholt haben, die kenne ich großteils sehr, sehr gut. Und das war mir wichtig, weil einfach nicht viel Zeit ist bis zur Meisterschaft. Und die kurze Zeit wollen wir nutzen, dass wir eine richtige Einheit werden, die eben alle an einen Strang ziehen. Wir wollen uns das jetzt einmal anschauen. Das wird eine interessante Liga einmal bis zum Winter. Ein Derby nach dem anderen jede Woche, man ist immer gefordert. Infrastrukturell ist es so, dass wir grundsätzlich eigentlich bereit wären für eine Zweitligataglichkeit. Infrastrukturell, nicht finanziell, aber infrastrukturell. Wir müssten nur ein paar Sitzplätze da auf der gegenüberliegenden Tribüne noch montieren, die Plätze für die Kollegen, für die Journalisten müssen wir machen, 5 Stück, das kriegen wir auch hin. Und dann gibt es eigentlich nur mehr das Thema Flutlicht. Und da gibt es ja im Moment genügend heiße Diskussionen. Aber ich bin da relativ positiv, dass wir das schon durchkriegen werden.